Schimmelschwein. Hallo liebe Videofreunde, schaut mal, wo wir sind. Ja, da wir ja nach Kempten fahren und eine liebe YouTube-Bekannte besuchen, haben wir gedacht, wenn wir schon in der Nähe sind, dann fahren wir jetzt doch direkt mal in Aulendorf bei Katargo vorbei. Und wir möchten uns einfach mal, wenn es möglich ist, etwas informieren, genau über den Malibu nochmal. Wir haben ja noch gar keine richtigen Preise, weil wir ja nicht zur Messe fahren konnten. Und ja, welche Einrichtungsmöglichkeiten gibt es und so weiter und so fort. Und da habe ich heute den Herrn Zipperich angerufen und gefragt, ob wir noch kommen können. Mal schauen, ob er noch Zeit hat. Wir sind ein bisschen spät, aber wir können hier auf dem Parkplatz, gibt es so Stellplätze mit Strom, und dann bleiben wir heute Nacht hier und gehen morgen früh einfach noch mal hier rein. Aber wenn wir schon mal vor Ort sind, dann haben wir gedacht, dann schauen wir doch mal richtig direkt vorbei. Und jetzt bin ich mal gespannt, was uns da drin so erwartet. Wir haben es ja schon öfters gesehen bei anderen, auch bei Iris und Uwe. Und jetzt stehen wir selber mal hier und wollen uns mal informieren gehen. Also, dann bin ich mal gespannt, was er uns zu sagen hat. Bis gleich. Ja, wir stehen jetzt noch mal vor so einem, wie sagt man? Mock-up. Wie? Mock-up. Mock-up, ja, das wusste ich gar nicht, siehste. Ja, und wir haben ja gestern noch mal gefragt, was denn Malibu auch so unterscheidet von den anderen Kastenwagen, außer das Interieur, was natürlich immer sehr, sehr schön ist. Und ja, wir wollten euch noch mal zeigen, also alleine schon hier die Matratzen, die sind erstens mal eine super Qualität, auch wenn man drauf sitzt, merkt man das sofort. Auch recht dick, ne? Hier unten, vernünftige Lattenroste. Dann gibt es eine Isolierung, rundum Isolierung hat er gesagt, ne? Und extra noch mal unten und auch oben noch mal eine Isolierung. Das heißt auch, dass der Winter tauglich, würde ich mal sagen, der ist winterfest. Winterfest ist, ja. Das war für uns halt zum Beispiel auch wichtig, weil wir ja gerne auch im Winter fahren und vielleicht auch mal eben im Norden im Winter wollen, dass der wirklich gut isoliert ist. Und es auch, braucht man keine Abwasserisolierung machen, nichts, gar nichts. Nee. Alles super. Ja, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite rüber, dann zeigen wir euch nochmal diese Dicke von der Isolierung. So, hier stehen wir nochmal auf der anderen Seite. Und hier sieht man halt, hier ist so eine richtige dicke Isolierschicht, die ist erstmal sowieso rundherum. Und dann hat er gesagt, gibt es unten nochmal eine Isolierplatte drin und oben nochmal eine extra Isolierplatte. Also der ist sehr gut isoliert. Wir werden dann berichten und hoffen, dass das alles so stimmt, aber wird schon. So, und dann gehen wir mal kurz in diesen Mock-up hier rein. Und dann habe ich gestern den Herrn Neubauer gefragt, mit diesem Stoff, ob das irgendwie, warum die das überhaupt alles aus Stoff halt machen, ne? Und ob der gut zu reinigen ist und so. Also wäre er, man kann den gut abwischen und man kann ihn auch absaugen. Und diese Stoffumkleidung überall ist halt sehr gut, weil man wohl sehr viel Schwitzwasser auch absondert beim Schlafen, und das würde das auffangen und auch die Staub, ja, das normale Staubwedeln, was so im Wohnmobil ist, fängt das halt auch ab. Und von daher ist das halt eine sehr angenehme Geschichte, hat er gesagt. Und dieses Schwitzwasser, dieses, wie sagt man? Kondenswasser. Kondenswasser, genau, würde das auch aufnehmen. Geht man einfach mit einem Staubsauger drüber und dann ist das eine schöne Geschichte. Und zusätzlich ist es noch eine gute Akustik dann hier drin, weil es halt nicht so schallt. Also, das hat uns ja so gut gefallen, das wollten wir nochmal erklären. Ein Tag später. Ja. Ein Tag später und ja. Um ein Auto reiche. Hier ist der Vertrag. Also es ist passiert, ihr Leute. Wir warten doch nicht mehr und gehen auf Nummer sicher, sondern wir haben uns entschieden. Wir sind gestern hier rein und der liebe Herr Neubauer hat uns beraten und ein Angebot gemacht, das wir nicht ausschlagen wollte. Wie beim Paten. Ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte. Ja. Ja, und dann haben wir aber eine Nacht drüber geschlafen und viel mehr oder weniger auch nicht geschlafen.
Ja, ist ja. Weil wir auch viel überlegt haben und müssen auch jetzt unseren Pecolino dann verkaufen. Ja. Und geht einem ja auch einiges so durch den Kopf, ne? Es ist ja auch nicht einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt, das Ganze. Aber wir haben uns dann überlegt, zwei Punkte. Unser Pecolino wird auch nicht besser, wenn man immer weiter länger fahren. Und die Arbeitszeit von Michael wird dann auch irgendwann eher kürzer zur Rente hin, anstatt länger, sodass wir uns entschieden haben, das doch jetzt zu machen. Und wir haben uns für diese Variante entschieden. Also ohne Staufach, wo wir ja immer gesagt haben, wir wollen das Staufach unbedingt haben, aber wir haben in beiden drin gestanden und wir zeigen euch gleich nochmal den anderen, wie heißt der? Cherry Shining. Ja, der ist ähnlich wie der, ein bisschen kleine Änderungen. Das ist jetzt der Charming. Diese Variante hat. Ja, das ist das Coupé. Charming Coupé, genau. Der andere nennt sich 640 LE. Ah, okay. Kannst du das nochmal laut sagen? Ich weiß nicht, ob man das hört. Du sprichst ja leise, ich bin immer so laut. Mir hat es die Sprache verschlagen. Nein, das ist das Coupé. Deswegen hat er dieses Fach nicht. Der andere nennt sich 640 LE und er hat dieses Fach noch. Und diesen Coupé gibt es nur in der Ausstattungsvariante Charming, während der da drüben diese Cherry Shining Ausstattung hat. Ja, und der hat eine andere Beleuchtung hier drin. Ja, das ist ein bisschen, so in, wie sagte er? Indirekte Beleuchtung, ein bisschen anders. Und er hat hier Holz und unten weiß und ja, da ist es umgekehrt. Da ist oben weiß und unten Holz. Ja. Das ist das Einzige, was eigentlich so anders ist. Ne? Ja. Ist ein bisschen schöner hier drin, also vom Interieur gefällt mir es besser. Und wie gesagt, wir haben jetzt diese Freiheit hier oben, also es macht doch ein schöneres Raumgefühl. Und wir sind nochmal den Stauraum hier durchgegangen. Das, ja, aber und du musst ja auch irgendwann das Feierabend mit Stau. Ich denke, es ist einfach, es reicht aus, das, was hier vorhanden ist. Und wir können auf das Fach hier oben verzichten. Ja, also ihr Leute, es ist passiert. Ja. Jetzt brauchen wir erstmal heute einen Sekt. Schnaps. Haben wir geschenkt gekriegt von meinem Neubauer. Also damit haben wir jetzt überhaupt nicht gekriegt. Es war nicht geplant. Wir wollen eigentlich nur jemanden besuchen und haben dann auf dem Weg gedacht, wenn wir schon hier in der Nähe sind, vielleicht fahren wir doch mal bei Karthago direkt vorbei. Und ja, nun ist es doch passiert. Ja. Das Aus Pecolino hat gerade den Gnadenstoß von uns bekommen. Das Aus für Pecolino, aber wie gesagt, wenn man noch länger fahren, er wird ja auch nicht neuer dadurch. Und ich denke, so ist er noch in Ordnung und alles ist tippitoppi eigentlich, ne? Naja. Da kann man gut verkaufen. Hätte er eine Automatik gehabt, würden wir hier nicht sitzen. Ja, hätte Pecolino Automatik gehabt, würden wir hier nicht sitzen, aber jetzt ist es so und wir freuen uns auch. Ja, und die Lieferzeit ist noch nicht mal so lange. Nee, Lieferzeit nächstes Mai. Jahr, halbes Jahr. Ja, Mai spätestens. Ja, April. Und dann werden wir mit Malibu unterwegs sein. Und wir brauchen noch einen Namen. Vielleicht habt ihr Ideen für Autonamen. Ich habe so einen im Kopf, aber das weiß ich noch nicht, ob er mir richtig gefällt. Aber ihr könnt uns gerne mal, wenn ihr möchtet, wenn ihr so Ideen habt für Autonamen, welche mitteilen, vielleicht hilft uns das ein bisschen. Oh, weia. Ist es passiert, ihr Leute? Oh, ist das komisch. Naja, wir werden sehen. Also erst Tränen gibt es erst, wenn man abholen. Habe ich den Herrn Neubauer versprochen. Das wäre ja noch schöner, wenn wir anfangen zu heulen. Na, vor Freude weint man doch manchmal. So, also, das war's. Wir zeigen euch jetzt nochmal die andere Variante drüben mit dem, wie heißt der? Cherry Shining LE. Ja, 640 LE. Wo der Unterschied ein bisschen ist und dann, ja, war's das. Alles klar, liebe Videofreunde. Bis demnächst, bis bald. Jo. Tschüssi. Sind wir soweit? Na dann. So, jetzt sind wir noch mal in einer anderen Variante, in dem LE 640. Und so sieht das halt hier aus. Hier haben wir halt weiß als Front und dunkel unten die Holzfront. Und man sieht halt eben von der Beleuchtung her, hier ist es wesentlich, was heißt wesentlich, ist es ein Stück weit dunkler. Ne? Ja. Ja, doch, ist schon dunkler. Ja, das ist der einzige Unterschied, der hier ist. Ich zeig's noch mal, hier oben ist das Fach. Ja, und hier oben haben wir jetzt dieses Staufach
was dann weg ist. Und da ist dann halt der andere, ja, irgendwie schon schöner. Also, das war nochmal der kleine Unterschied. Mehr zeigen brauchen wir nicht. Ja, das war's. Jetzt fahren wir mal weiter nach Kempten. Ja, erstmal das Auto entsorgen. Gut, also, dann mal los.